Schutzraum des Lordregenten. Da oben ist eine Lichtbarriere. Hier ist ein Tallboy. Ich kann leider von hier aus nichts sehen. Oh oh, da hinten ist noch eine Wache. So. Und der hat so ein scheiß Musikapparat bei sich. Mist. Scheiße. Ich bin noch geduckt. Ich bin geduckt. Du hast nichts gesehen. Mist. Scheiße. Scheiße. So, mal gucken, ob der was sieht. So, Pfeile habe ich ja nicht mehr. Ich frage mich, ob der sich von alleine beruhigt. Ich kann keine Magie einsetzen, das ist doch total scheiße. Ich flitze jetzt hier runter. Wow. So, haben wir ein bisschen Ruhe erstmal. Zuallererst möchte ich diesen einen Typen erledigen hier. Der mit seinem scheiß Musikapparat rumläuft. So, dann hier. Machen wir die Wand schon mal auf, das hilft uns sicherlich weiter. So, wo ist der andere Typ? Hier ist der. Gib auf und zeig dich. Wir wissen beide, dass du ein Schwächling bist. Ja, wissen wir das? Wo ist die Rune eigentlich? Wir wissen, dass du hier die ist oben. Aha, dann lass da oben hingehen. Ob oben komme ich nicht hin. Na toll. Mist. Hier oben ist die. Oh, der Tallboy nervt. Alles nervt hier. Scheiße, der Typ kommt gerade in meine Nähe. Deswegen mache ich die Tür zu und schau rein. Da ist er. So, da spielt er seine Musik. Jetzt kommt er hier hin. What? Scheiße. Wie komme ich an den ran? Und warum ruckelt meine Festplatte? Mann, ich will dich nicht umbringen. Ich habe keine scheiß Pfeile mehr. Mist, ey. Und ich kann keine Magie mehr einsetzen. Scheiße, Mann! Ach, Kacke. Ich kann es nicht anders machen. Ich kann es nicht machen. Tut mir leid. Ach, scheiße, dass auch die Pfeile aus sind. Mist, 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 Mist. Oh, wie lame, ey. Mann, Mann, Mann. Ich sagte, wie lame war das denn? Oh, Mann. So, dann legen wir euch mal dahin. So, ich probiere das jetzt nochmal. Diesmal ein bisschen geschickter. Vielleicht, eventuell.
So, zum Beispiel, dass wir uns direkt hierhin teleportieren. So. Jetzt klettert schon hier rein. Uhuhuhu. Boah, da muss man echt sowas von aufpassen. Und der läuft die ganze Zeit mit dieser Orgel rum, ne? Dieser kleine Drecksack. So, jetzt haben wir dich. Boah, bist du mir auf den Nerv gegangen. Da habe ich ja kaum Worte für. Und da du der Einzige drin bist, kann ich dich vermutlich hier in Sichtschutz vor dem Tallboy auch hinstellen. So, dann... ist das nächste Ziel, zu schauen, wie wir nach oben kommen. Da ist noch ein Buch. Wo ist der scheiß Tallboy denn hin? So, jetzt dreht er wieder um, das ist sehr gut. So, Prüfung der Begabung, bla 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 bla. Ah. Nee, unspektakulärer Raum. So, dann würde ich gerne hier die Treppe mal hochgehen. Aber das kann ich nicht, solange der Tallboy hier läuft. So, dreh dich um. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Zeit angehalten und so. Oh, fuck. Ich habe vergessen, das Ding auszumachen. Nein. Oh nein, ich habe ja auch nicht abgespeichert. Oh Gott. Ja, geht ja noch. Geh, Tallboy, geh. So, jetzt hier im Schatten. So. Ich hab dich. Ich hab dich. Diesmal kommst du mir nicht, du Wicht. So, ich möchte die Dinger haben, die hier noch so rumliegen. Sieht er mich denn? Ich glaube, der sieht mich auch gar nicht, wenn ich hier mich noch ein wenig umschaue. So, das nochmal lesen. Das, das, das. Dabei fand ich den Plan eben gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Jetzt muss ich nochmal warten, bis er jetzt hier... Na, ist mir zu riskant. Mache ich von hier. So, jetzt bleibt er hier stehen. So, dann... So, diesmal läuft's doch. Meine Güte. Schwindende Unterstützung vom Lordregenten. General Tobias. Ach, endlich, ey. Boah. Ach, guck mal hier. Diese Karte kennen wir doch aus dem Traum, den Corvo hatte, in dem... die Seiche. In dem... im ersten Traum, wo auch der... Wo der Dingenskirchen begegnet ist hier. Ne? Mit Dingenskirchen wisst ihr ja genau, wen ich meine. Scheiße, das war eine voll die schlechte Idee. Der... Na, dieser eine Typ halt. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Der Außenseiter, so. So, haben wir sonst noch irgendwas hier? Ich glaube ja nicht. Samuel. Ah, wir könnten hier runter. Aha. In Anbetracht der Tatsache, dass wir soweit alles haben und nur zum Samuel zurück müssen, das gilt ja auch für die Artefakte hier.
Würde ich sagen, springen wir mal ins Wasser. Samuel wartet da hinten auf uns. Gucken, was passiert. Vielleicht finden wir ja mit den Fischen, mit Hilfe der Fische einen Ausweg oder so. Das wäre natürlich auch extrem cool. So. Was ist das denn? Weintrauben im Wasser. Aha, interessant. So, hier geht es natürlich nirgendwo lang. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Scheiße. Du müsstest knabbern die Fische wieder an mir rum. Hier ist eine Schleuse. Und die Fische nehmen echt... Scheiße, ich muss aus dem Wasser raus. Da bleibt gar nichts anderes übrig. Nur wo lang? Das ist jetzt die nächste Frage. Scheiße. Wow. Ich will einen Wassergraben, sagt er. Erwartet er eine ganze Armee? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dir reden kann oder nicht. Im Zweifelsfall erwürge ich dich einfach mal gerade. Obwohl erwürgen ja das falsche Wort ist. So, keine Ahnung, was passiert, wenn wir die Schleuse jetzt öffnen. So können wir so hier raus. Als Fisch hätte uns das jetzt auch nicht weitergeholfen, ne? Der Leuchtturm, bla bla bla. Okay, so, ja, so richtig spannend ist das jetzt hier auch nicht. Ansonsten gibt es ja auch nicht so furchtbar viel. So einen richtigen Vorteil hat uns das jetzt auch nicht verschafft. So, da geht ein Tallboy lang. Er dreht uns den Rücken zu. Das sollten wir ausnutzen. Fuck. Fuck, Mist, hat er uns gesehen. Der hat uns auch gerade den Rücken zugekehrt. Wie konnte er uns denn da sehen? Ach, da hat er ja gar nicht. Irgendwie in die falsche Richtung gegangen. Boah, wo geht denn der lang? Was? Jetzt ist die Luft rein. So, hier über die Außenmauer. Mist, Alter. Boah. Diese Aussicht ist doch herrlich. Dieser Ort macht mich traurig. Warum? Hier wurde die Kaiserin von dem elenden Mörder getötet. Hier war's. Daran wurde alles nur noch schlimmer. Ein dunkler Tag, sicher. Puh, ich möchte echt nur noch weg hier. Und ich hatte jetzt leider auch keine Zeit, mir diesen Dialog anzuhören. Obwohl ich das sehr gerne gemacht hätte. Guck mal, da unten sind auch noch Dinge. Aber die hole ich mir jetzt nicht. Ich möchte jetzt nur noch zu Samuel. Der ist ja... der ist ja hier direkt. Naja, direkt ist vielleicht ein bisschen optimistisch ausgedrückt. Aber ich würde sagen, wir begrüßen ihn mit einem kleinen Kopf... Juhu! Ah, geil. Kopfsprung. Hallo Samuel. Ist alles halt dran? Wollen wir zurück zum Haus? Ja, nichts wie weg hier. Vielen Dank, Corvo. Dann wollen wir mal. So, es wurden wieder leichten bewusstlose Personen entdeckt, aber wir haben soweit alles eingesammelt, was geht, und diesmal auch ein bisschen mehr Geld eingesammelt als sonst. Obwohl es insgesamt sehr wenig zu holen gab. Ja, fertig. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was hier so Sache ist. Im Houndspitz-Pub. Houndspitz-Pub.
machen mir ehrlich gesagt Sorgen. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lord Regent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher. Unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Mein Glückwunsch, Corvo. Danke. So, ich bin mehr als nur gespannt, was passiert. Und wo ist Emily? Sie soll mitfeiern. Wo ist sie? Ach egal, gehen wir erstmal unseren Erfolg, oder? Nee, ich möchte... Wo? Hi Emily, da bist du ja. Piero, ich muss einkaufen. Ich habe tierisch viel, Piero? Wo ist er hin? Naja, vermutlich wartet er hier auch auf uns. Hey! Moin, Leute! Unglaublich, er hat es geschafft. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Die Tyrannei ist vorbei. Morgen um diese Zeit wird Emily auf dem Thron sitzen. Danach waschen wir ihren Namen rein und setzen alles daran, die Stadt wieder aufzubauen. Ich wünschte, es gäbe eine richtige Stadt zu regieren. Der Großteil von Dunwall sind Ratten und Leichen. Der Admiral hat recht. Corvo, Sie haben gute Arbeit gemacht. Wir haben untätig zugesehen. Unsere Arbeit beginnt morgen. Ruhen Sie sich heute Abend aus. Morgen krönen wir eine Kaiserin. Das hört sich gut an. Den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin. Prost, Leute. Der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Langlese, ja gut. Hey Piero, ich muss einkaufen. Einkaufen, Piero. Hallo, kann ich mit dir reden? Dann eben nicht. Endlich wieder eine Kaiserin auf dem Thron. Blaues Blut. Ihr denn, Callisto? Kontrolliere ich den Orden. Was war das gerade? Hey, Emily. Morgen auf, oder? Ja, klar. Ich weiß nicht, ob ich zurück will. Emily ist etwas Besonderes. Sie kann doch von überall regieren. Sie hat von vielleicht von einem Schiff. Besonders von Ihnen. Sie vertraut Ihnen voll und ganz. Ach, das ist schön. Hier müsste mal langsam jemand putzen. Hey Leute. Ich habe... Wollt ihr nicht mit mir reden? Was ist los mit mir? Hilfe. Und du, Cecilia? Cecilia? Du denn vielleicht? Naja, was steht denn auf der Agenda? Ich sollte mich ausruhen. Okay, dann gehe ich mal ein Ründchen schlafen. Ich fühle mich eben ein bisschen müde, glaube ich. Ja, hier... Ups. Oh, was ist los? Was ist los? Oh. Oh, oh. Shit. Samuel, Sie wirken, als hätten Sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, Sir. Ich glaube, Corvo ist von uns gegangen. Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Ja, das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lord Regenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Sie achten auf die Leiche, Samuel. Ja, Sir. Ihr Schweine. Ihr elenden Schweine. Sam. Es tut mir schrecklich leid, Corvo. Aber ich gab Ihnen nur die halbe Dosis. Sie haben mich überwacht, das war alles, was mir einfiel. Ich denke, Sie sind stark genug, um... Ich werde Sie auf ein Rettungsboot bringen und abhauen, bevor Sie erfahren, dass ich mich Ihnen widersetzt habe. Falsche Schlangen.
Nach Erfüllung meiner Aufgabe hätten sie mit mir das Gleiche gemacht. Ich hoffe, sie wachen auf und finden einen Weg aus dieser verfluchten Stadt. Oh Mann. Betrogen und hintergangen. Schon wieder entehrt. Aber irgendwie scheint Samuel doch noch auf unserer Seite zu sein, obwohl er uns zwar vergiftet hat, aber er hat sich immer darum gekümmert, dass nur die Hälfte des Giftes in unser Glas gelangt ist. Aber so richtig fit sind wir noch nicht. Wir sind im überschwemmten Bezirk und wir liegen auf dem Rücken und können uns auch... Oder wir liegen auf der Seite und können uns kaum bewegen. Ups. Der war bei der Kaiserin, als sie starb. Vergiftet. Tibianisches Zeug. Das Werk eines Anfängers. Er überlebt. Dort entscheidet. Die schon wieder. Was geht hier vor sich? Wo werde ich hingebracht? Was ist das für ein merkwürdiger Aufzug? Nein! Unsere Sachen. Was war schon wieder hier gelandet beim Outsider? Oh Mann, was waren das für Leute? Waren das einfach die Attentäter, die die Kaiserin umgebracht haben? Da müssten die uns doch eigentlich kennen. Ist denn nun endlich? In einer untergehenden Welt. Ein Gefangener des Mannes, der deine Kaiserin getötet hat. Des Attentäters Daud. Deine Freunde vergifteten dich und warfen deinen Körper in den Fluss. Haben sie es getan, um sich zu schützen? Damit niemand erfährt, was sie getan haben? Oder war es, weil sie nur einen Schritt davon entfernt waren, ein Kaiserreich zu kontrollieren? Wissend, dass du sie nie Emily manipulieren ließest. Vielleicht keins von beiden. Vielleicht liegt es einfach in der menschlichen Natur. Fragen mal Fragen. Aber die Maske ist uns noch geblieben. Aber ich glaube, wir sind unseren Dingen beraubt worden. Jetzt müssen wir hier... Wir haben nichts mehr. Hier. Ah doch, wir haben noch unsere Zauberfähigkeiten. Die wir wunderbar einsetzen können, um diese Tür zu öffnen. Den Doppelsprung können wir auch noch machen. Und wir haben auch nicht verlernt, wie man stirbt. Ich wollte das nur mal kurz testen. Räusper. Kommt der denn her? Das ging aber schnell. Na gut, wie auch immer. Unser Auftrag ist es ja jetzt hier aus der Gefangenschaft zu entfliehen. Aber ob und wie wir das machen,
das würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir hier aus diesem merkwürdigen Gefängnis fliehen werden. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, bis die Tage. Ciao, Leute.